Ja, die Sängerinnen und Sänger, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, die sind tatsächlich weit gereist. Es hat mich selbst erstaunt, woher sie kommen. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern, Berlin und Brandenburg. Also ein ziemlich großer Chor. Der große Teil, wie gesagt, hat hier die Chorproben für das Pop-Oratorium mit einstudiert. Und wir singen einen Auszug daraus, nämlich die Seligpreisung. Und das ist auch unter diesem Motto gestellt. Aber nur einfach runterzusingen, die Seligpreisung, das war uns zu wenig. Und wir hatten unseren Frank Preuße gefragt, ob er uns da unterstützen könnte, der einen Text mitgeliefert hat. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Frau Dr. Alice Junge heute diese Texte vor und uns vortragen wird. Das Pop-Oratorium Himmelreich soll Menschen Gott näher bringen. Eine Andacht soll uns Christinnen und Christen die Gelegenheit geben, Gedanken über unser Christsein und über unsere persönliche Beziehung zu Gott zu sammeln. Beide Zielsetzungen sehe ich heute miteinander verbunden. Als Beitrag zu dieser Andacht will ich einfach die Gedanken wiedergeben, die mir in den zurückliegenden Tagen durch den Kopf gingen. Ob Sie mit diesen Gedanken etwas anfangen können oder meine Meditation einfach als willkommene Ruhepause nutzen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Anders als bei einer Predigt oder einem Vortrag will ich Ihnen kein Wissen oder keine göttliche Botschaft nahebringen, sondern mich selbst nachdenklich betrachten. Das Oratorium nimmt im Wesentlichen Bezug auf die Bergpredigt und darin auf die Seligpreisungen. Selig. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Im heutigen Sprachgebrauch klingt selig sehr nett, aber auch irgendwie unverbindlich. Ist selig die Vorstufe zu heilig? Was haben rührselig oder saumselig oder weinselig mit selig zu tun? Luther hat ganz verschiedene griechische Begriffe mit selig übersetzt. Das Oratorium benutzt den Begriff glückselig. Offen gesagt, auch das löst bei mir nicht gerade ein Aha-Erlebnis aus.
Mein Wörterbuch steuert noch als mögliche Übersetzung ein gelassen und ein gefasst zu. Nein, die Bedeutung des griechischen Wortes makarioi kann ich nur umschreiben. Selig im Sinn der Seligpreisungen ist ein Mensch, der zufrieden und mit sich und mit Gott im Reinen ist. Aus einer plattdeutschen Bibelübersetzung ins Hochdeutsche übersetzt: Selig sind die Menschen, die Hunger und Durst danach haben, dass sie mit Gott ins Reine kommen. Sie werden satt werden. Die neuen Seligpreisungen der Bergpredigt sind keine Gebote, sondern nur Feststellungen. Sie fangen nicht an mit du sollst oder du musst, sondern beschreiben nur Eigenschaften oder Werte, die ich haben sollte, damit ich selig, also mit mir zufrieden und mit Gott im Reinen bin. Das hört sich eigentlich ziemlich leicht an. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, da gibt es doch noch viel Arbeit, um diesen Zustand zu erreichen. Ein Beispiel. Luther übersetzte: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So hieß es noch in der Bibel, mit der ich aufwuchs. Damit hatte ich nie ein Problem. Wenn es Streit gegeben hatte, das Pulver verschossen und der Dampf verzogen war, war ich schon immer zum Frieden fertig. Der andere konnte kommen, mir die Hand reichen, schon war Frieden hergestellt. Dann stellte man fest, dass Luther an dieser Stelle der Übersetzung doch etwas daneben gelegen hatte. Und es heißt jetzt in der Luther-Übersetzung seit 1984: Selig sind die Friedensstifter. Das musste ich üben, habe es aber gelernt und nicht mehr gewartet, dass der andere käme und sich entschuldigte, sondern bin auf ihn zugegangen. Dann lehrte mich ein afrikanisches Sprichwort eine nächste Stufe. Wenn zwei sich streiten, die meisten von Ihnen werden jetzt in Gedanken den Satz vollendet haben mit freut sich der Dritte. Das Sprichwort fährt aber fort: muss der Dritte, der daneben steht, der Friedensstifter sein. Ich habe begriffen, dass es Jesus nicht nur um den Streit zwischen mir und einem anderen ging, indem er mich zum Handeln auffordert, sondern auch um den Streit zwischen zwei oder mehreren anderen, an dem ich zunächst gar nicht beteiligt bin. Diese Seligpreisung fordert mich auf, mich einzumischen. Das kann richtig wehtun und das muss erlernt werden.
Jeder Mensch hat seine Welt, in der er wirkt. Das sind seine Familie, seine Nachbarinnen und Nachbarn, seine Gemeinde, Klassenkameradinnen und Kameraden, Arbeitskolleginnen und Kollegen, kurz alle Gemeinschaften, zu denen er gehört, ob er will oder nicht, und in denen er gesehen und erlebt wird. Wenn Jesus in den Seligpreisungen Werte und Eigenschaften aufzeigt und dann sagt, so lasst nun euer Licht vor den Leuten leuchten, damit ihr als Christen erkannt werdet, fasse ich das persönlich als Aufforderung auf, dort, wo man mich sieht, in meiner Welt also, aktiv zu werden. Ich fasse die Seligpreisungen als Spiegel auf, indem ich mich und mein Handeln sehen und bewerten kann. Ein Himmelreich, der Titel des Oratoriums, wird in den Seligpreisungen denen versprochen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihrer ist das Himmelreich. Das Reich der Himmel, ein Begriff, den der Evangelist Matthäus verwendete, bedeutet das Gleiche wie das Reich Gottes in den Evangelien nach Markus und Lukas. Matthäus hat nach jüdischer Tradition die Verwendung des Namens Gott möglichst gemieden, um nicht gegen das zweite Gebot zu verstoßen. Meist denkt man bei den Begriffen Himmelreich oder Gottesreich an das Zukünftige, das vom Himmel kommen soll. Ich denke jedoch oft mehr an das Reich Gottes, das mitten unter uns ist, wie es Jesus sagte, und um das wir im Vater unser beten. Dieses Himmelreich bauen wir mit Gottes Hilfe. Auch ich trage eine Verantwortung dafür, dass meine Familie ein Himmelreich und dass meine Gemeinde ein Himmelreich bleibt, in dem Gott erkennbar ist und wo die Werte der Bergpredigt Maßstäbe sind. Diese Verantwortung will ich nicht abschieben. Das tut sich aber so leicht. Einige Beispiele. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Wir kennen dieses populäre Gebet aus dem Psalm. Manchmal frage ich mich, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Wie soll Gott das machen? Ich kenne doch meine Defizite, sonst würde ich so nicht beten. Muss ich nicht selbst an die Arbeit gehen, an mir arbeiten? Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. So werden unsere Bitten im Kirchenlied Gott vorgetragen. Wird damit nicht auch versucht, Gott in die Pflicht zu nehmen, obwohl ich selbst als Christin in der Pflicht bin? Im Vater unser beten wir, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass hier keine Dreisatzrechnung nach dem Motto, ich vergebe zu 50%, dann vergibt Gott mir auch zu 50% gemeint ist, hat sich herumgesprochen. Der Sohn Gottes band die Erfüllung dieser Bitte an die Voraussetzung, zunächst denen zu vergeben, die einem selbst Unrecht zufügten oder etwas schuldig blieben. Ein Zitat aus dem Katechismus meiner Kirche. Dieses zunächst muss ich ernst nehmen, denn eigentlich lautet auch die korrekte Übersetzung des Vaterunsers aus dem griechischen Urtext: und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Haben. Diese unbequeme Zeitform ist irgendwann in der christlichen Überlieferung untergegangen. Vor jedem Vaterunser prüfe ich mich. Naja, nicht immer, aber immer öfter. In einer Familie, in einer Gemeinde, die ein Himmelreich sein oder werden soll, redet man miteinander und nicht übereinander. Da wird nicht gerichtet, sondern zu verstehen gesucht. Da wird die Überzeugung des anderen, auch wenn sie von der eigenen Überzeugung abweicht, geachtet. Hier im Himmelreich der Gemeinde werden die Werte der Bergpredigt gelebt und erfahren. Hier werden die Trauernden getröstet. Hier wird Frieden gemacht und Frieden gehalten. Hier erlebt man Menschen, bei denen Denken und Reden übereinstimmen, denen man tief ins Herz schauen kann. Ich frage mich im Spiegel der Bergpredigt, bin ich so? Erlebt man mich so?
Was muss sich an mir noch verändern? Thank you.
Viele Jahrhunderte haben sich Vertreter christlicher Konfessionen darüber gestritten, was wichtiger sei: Glaube oder Werke. Inzwischen wurde eine vorläufige und teilweise Übereinstimmung formuliert. Ich habe als einfacher praktizierender Christ Freude an solchen Diskussionen, bewirken tun sie allerdings wenig. Jakobus stellt richtig fest: Der Glaube ohne Werke ist tot in sich selbst und bewirkt nichts. Paulus setzt noch eins drauf: Werke und Glaube ohne Liebe sind beide hohl und nutzlos. Gut, das ist vielleicht überspitzt und Paulus hat das nicht ganz scharf gesagt, aber Sie merken, worauf ich hinaus will. Ich bleibe bei dem Bild der Gemeinde als ein Himmelreich, an dem ich mitbauen will. Welche Motivation treibt mich dazu? Früher, als Christinnen und christliche Gemeinden noch als unmündig angesehen wurden, hat man viele Jahrhunderte lang versucht, die Gläubigen zu christlichem Handeln zu bewegen, indem man ihnen Angst machte. Die Sünden wurden betont und als Folge davon der Entzug des Segens Gottes und darüber hinaus noch ewige Höllenstrafen angedroht. Schuldgefühle wurden erzeugt. Gut, die Zeiten und Gesellschaftsstrukturen waren andere als heute, aber richtig funktioniert hat Angstmachen als Motivationsmethode nie. Dann wurde daneben oder stattdessen Lohn und Segen Gottes denen versprochen, die das taten, was Kirche ihnen sagte. Segen Gottes im irdischen Leben und reicher Lohn, besonders im Jenseits, sollte zu christlich verstandenem Verhalten motivieren. Eigentlich eine gut gezielte Methode, denn die "Was bekommen wir dafür?" Frage hat schon die Jünger Jesu umgetrieben. Petrus fragte so. Bei Kleinkindern macht man das manchmal heute noch. Wenn du brav deinen Teller leer isst, bekommst du hinterher noch ein Eis. Versuchen Sie das mal bei einer 14-Jährigen. Wir sind erwachsene, mündige Christinnen und Christen. Wenn wir die Werte der Bergpredigt zur Grundlage unseres Handelns machen, wenn wir daran gehen, ein Himmelreich in der Gemeinde zu bauen und zu erhalten, dann gibt es nur eine dauerhafte Motivation für unser Handeln: die Liebe. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, sagt Paulus. Liebe und dann tu, was du willst, sagt Kirchenvater Augustin. Mit dieser Liebe zu Gott, zu meiner Nächsten und zu mir selbst will ich weiter Himmelreich in meiner Welt bauen. Dazu bitte ich ihn um Hilfe. Und mir fallen dazu keine besseren Worte als das Gebet des Franziskus von Assisi ein. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Thank you.
ganz herzlichen Dank. Hat uns Spaß gemacht. Sehr viel Spaß sogar, muss ich sagen. Und ja, Programm ist hiermit beendet. Ein ganz herzliches Dankeschön an Alice, dass du das gemacht hast. Dass du erfolgreich bist. Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Pianisten Daniel Lucht, der kurzfristig. Tolle Leistung, wenn man weiß, dass man vor 3 Tagen erst Bescheid bekommen hat. Ja, vielen herzlichen Dank an Benjamin Kraforst, an Dachzeug. Und ein großes Dankeschön an diesen großartigen Chor, Projektchor, sag ich einfach mal. Schön. Beim Pop-Oratorium wurde eine Partitur versteigert und der Erlös, das heißt, wurde bei eBay reingesetzt. Ich kenne die Summe allerdings nicht. Kennt einer die von euch? Also mehrere tausend Euro sind nur für so eine Partitur gespendet worden oder hat man ersteigert, die zugunsten der Offroad Kids gegangen ist. Das ist eine Stiftung, die sich um Kinder kümmert, die auf der Straße leben oder die versuchen, von der Straße auch wegzubekommen, Obdachlose, und die werden halt persönlich und professionell unterstützt. Und am Ausgang, wenn da jemand steht mit einem Körbchen oder etwas Ähnlichem und eine kleine Spende reinlegen, dieses Geld wird 1:1 dieser Stiftung Offroad Kids zugutekommen.